Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, das Spiel ist gerade eine Runde pausiert, weil es gibt ein, zwei Sachen, die wir uns anschauen müssen. Und zwar habe ich gesehen, dass zum Beispiel hier unser Eisenlager noch gar nicht befüllt ist. Ich vermute mal entweder, dass Eisen aktuell nicht... Eisen wird nicht gefördert, schade. Bedeutet, wir müssen uns an die Eisenmine wieder ranwagen. Und ihm mal sagen, wir baggern wieder ein bisschen mehr weg. Ich würde gerne sagen, lass uns noch drei tief gehen. Dann tun wir das Ganze mal hier überschreiben. So. Und ich werde mich die Vorgang so. Dann sollten die auf jeden Fall schon was zu tun haben. Perfekt. Und dann habe ich noch gesehen, dass unsere Kupfermine auch wieder nichts zu tun hat. Die hat sich ja hier jetzt letztens reingefräst. Jetzt ist die Frage, bauen wir das hier oben ab oder bauen wir hier neben nochmal einen Gang rauf? Wenn ich natürlich jetzt hier anfange abzubaggern, was das Schlauste ist, wird natürlich hier oben der Zugang wieder weg sein. Und ich vermute mal, das Schlauste ist, dass wir hier abbaggern und anfangen und dann hier vielleicht später nochmal eine Straße hochsetzen oder daneben. Bedeutet, wir geben jetzt den großen Minenauftrag und sagen ihm, hey Shane, buddel dich erstmal hier so rein. Let's do this. Zeit Beginn. Und dann haben wir zwei kleine Laster, die leider aktuell festhängen. Weil was mir nicht aufgefallen ist, gerade eben noch, wenn wir hier auf den Schutt gucken, hier haben wir das auf die verschiedensten Höhen eingestellt. Aber jetzt kommen eh schon die ersten LKWs, die sich darum jetzt kümmern wollen. Ah ne, die bringen Kohle. Der bringt Schutt und der wird hoffentlich das aufschütten. Dass die dann da gleich runter können. Ja, schauen, jetzt können sie wieder fahren. Jetzt sind wir ein paar mehr frei. Können sie nicht von da drüben auch anfangen, hier die Shoreline, wie man ja so schön sagt, zu bauen und aufzukippen. Ist jetzt ein bisschen höher wie der Rest, aber ist ja nicht schlecht. Unsere Energie scheint auch noch super zu funktionieren. Also auf jeden Fall scheint die Energie, die gespeicherte, auch hoch genug zu sein. Wir haben einen Großteil unserer Brennereien in Diesel umgewandelt. Schauen wir, wie schaut es hier mit dem Stand aus. Hält sich sehr stabil aktuell, steigt aber auch leicht. Bin mal gespannt, wie sehr hier die Produktion sozusagen dran abhängt dann. Der Tanker wäre ja da. Für rein theoretisch sollten sich die Tanks... ja, es ist ein Hin und Her gerade. Vorteil durch den Ausgleichstank natürlich... Wird das hier wieder ausbalanciert, bedeutet, die mittleren zwei sollten die ganze Zeit laufen. Aber jetzt gerade wird natürlich Öl gebraucht, wie blöd. So, die Kohlemine hat natürlich auch genug zu tun. Die buddelt hier auch schon rum. Jetzt dürfen wir hier uns schon drum kümmern, dass wir... wo ist es denn wieder? Dass hier wieder Schutz entsteht. Wir gleich mal schnell liefern lassen. Schau mal, die müssen sich jetzt auch langsam freibuddeln. Die tiefe Kohlemine hier. Das ist eh ein Wahnsinn, wie tief wir hier schon gegangen sind. Und eigentlich hätte es ja noch genug zum Freibuddeln, weil immerhin ist das ja die Abfahrt und die ist auch rein aus Kohle bestehend. Was natürlich auch ein bisschen heftig ist. So, aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich schauen, dass hier alles weitergeht. Schwefelverarbeitung haben wir auch noch. Sauerwasserstripper. Ammoniak und Schwefel. Was kann ich denn mit Ammoniak machen? Na, verbrennen könnte ich das. Da kriege ich rein Schwefel draus, okay. Da sind ja noch die ersten paar Gebiete, die wir hier haben. Das sind auch die großen Fahrzeuge und alles schon.
Jetzt müssen wir dann erstmal schauen, dass wir in Stahl, in die Stahlproduktion was investieren. Die werden wir aber wahrscheinlich hier hinsetzen müssen dann. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Hier muss Eisen und Sauerstoff rein, um dann geschmolzenen Stahl draus zu machen. Ich überlege gerade eher, wie ich das am schlauesten platziere. Weil Dampf kommt raus und Sauerstoff muss rein. Sauerstoff wird in dieser Luftanlage hier gebaut. Beziehungsweise produziert. Jetzt überlege ich, wo ich die hinstelle gerade mal. Setzen wir die fürs erste Mal hier hin, würde ich sagen. Und so einen kleinen Abstand noch zwischen. Setzen wir die hier so hin. Und was wir brauchen, ist ja, glaube ich, Sauerstoff. Genau, oder das andere können wir direkt wieder mit einem Schornstein in die Luft ballern. Dann können wir die guten neuen Fabriken hier machen lassen. Was habe ich hier gemacht? Ah ne, das geht nicht. Scheiße. Das muss weg, okay. Ich brauche mindestens zwei Zwischenplatz. Das ist scheiße. Beide nochmal abreißen, bitte. In dem Schnellverfahren, bitteschön. Dankeschön. Ah, jetzt habe ich die großen Module bekommen. Schau an. So, ich würde jetzt gerne hier, aber trotzdem... die Fabrik so hinbauen, dass alles hinpasst. So. Dann können wir hier schauen, dass wir dementsprechend das Förderkabel durchziehen. Zack. Und dann sollen die dementsprechend auch in ihre eigenen gekühlten Gießereien gleich gehen. Also relativ simpler Aufbau, wenn man es so sagen will. Ein Schornstein kommt hier überall noch hin. So. Und dann brauchen wir natürlich noch die Sauerstoffverbindung. Soll der sich hier anschließen, der sich hier anschließen. Dann haben wir die Anschlüsse fertig. So, dann der Direktanschluss für die. Kommst du da wieder raus? Dankeschön. Du auch wieder raus, danke. Da haben wir hier den Wasseranschluss noch und den Abwasseranschluss haben wir natürlich auch noch. Dann können wir uns jetzt rein theoretisch... Au. Das habe ich schlau gemacht. Ah, das kriegen wir aber hin. Ich muss nur gucken, wo ich hier ran will. Dann schneide ich das Stück schnell raus. Erhöhe es einmal kurz und gehe wieder runter. Bau das ein. Und kann dann dementsprechend hier die Anschlüsse dran setzen.
dann passt das dementsprechend schon. Dann kriegt das noch einen Anschluss. Jetzt gerade haben sie wieder kein Eisen. Was ist denn jetzt los? Wie, die sind schon fertig. Oh, habe ich das... Huch, habe ich da irgendwie die... Höhenmaße falsch gesetzt? Kann das passiert sein? So. Gleich auf die falschen Höhenmaße verwendet. Was passiert sein könnte? Jetzt können sie wieder Minen anfangen. Ja? Huch. Dann wird natürlich kein Eisen und auch kein Stahl dann produziert. Und dann setzen wir gleich hier mal auch das Stahllager hin. Dann haben wir das hier auch gleich angesiedelt. Nicht das Ziel, aber scheiß drauf, Hauptsache es geht rein. So, jetzt brauchen die nur genug Eisen. Was jetzt natürlich eine Schwierigkeit ist, dass das einigermaßen gleichmäßig aufgeteilt wird. Das können wir rein theoretisch so lösen, dass wir das produzieren lassen. Dann das hier abreißen, hier die Richtung ändern. Und dann hier abbauen. Dann teilt es sich hier nach 3 auf. Und dann sollte das dementsprechend passen. Und dann kriegen wir unseren Stahl. Jetzt müssen die nur noch dementsprechend anfangen, das Ganze zu gießen und auslaufen zu lassen. Dann haben wir genau wahrscheinlich die Menge für ein Ding. Und dann geht dementsprechend bei uns der Stahl schön produziert werden. Was ja schon mal ein Anblick für sich ist, diese riesige Stahlproduktion hier mit den Kesseln. Also das ist schon echt was Feines. Und der Grund, warum ich das jetzt auch hier so platziert habe, war, dass ich hier vielleicht noch eine weitere Eisenproduktion ansenden kann. Kann ich das eigentlich einstellen irgendwie, dass ich sage, okay, ich will mir dahin schicken? Nein, leider nicht, ne? Und jetzt tun wir nicht hier mal auf Kopieren klicken. Und wählen alles, was hier ist, aus. Setzen das so hier hin. Und machen dann dementsprechend U-förmiges Förderband. Und sagen dann, hier ist Schluss fürs Erste. Und hier unten den Röhrenanschluss dran. Dann alles fertig produzieren. Die ganzen Einzelteile. Und dann steht die neue Produktion auch schon. Jetzt muss die nur darauf warten, dass alles geliefert wird, weil Eisen scheint ja gerade so ein bisschen ein rares Mittel zu sein. Da habe ich auch schon eine Idee. Wir haben ja hier nicht umsonst unbedingt einen zweiten Anschluss. Machen wir den hier so. Sagen hier Richtung ändern. Und dann wird aus zwei Seiten gefüttert. Kohle ist schon fast voll. Was natürlich echt eine mega geile Sache ist. So, und dann sollte jetzt hier in Kürze auch das Ganze schön flott den Eisenproduktionsstandort verstärken und somit auch natürlich die Produktion hier unten. Sie sehen schon, Stahl haben wir schon 100 gelagert. Ist natürlich mega gut. Und jetzt müssen wir dann gucken, was Konstruktionsteile 4 uns kosten. Aber als Erstes würde ich sagen,
tun wir uns mal vielleicht die den Hafen anschauen. Weil der kostet nicht viel zum Upgraden. Ah, das dauert jetzt kurz, dass er das baut. Okay. Dann können wir auch die Module hier abbessern. Ah, ne, die kann ich noch nicht verbessern. Schade. Aber dafür brauche ich natürlich wieder mehr Anschlüsse. Ah, schauen wir an. Jetzt entsteht hier 4 weitere Module. Und das Ding wird noch größer, bedeutet, es kann mehr transportieren. Mal gucken. Okay, aber der Hafen hat natürlich auch weniger los. Wir müssen schauen, dass wir langsam in Konstruktion 3 auch kommen. Die Frage ist, wie wir das am schlausten machen. Das ist voll. Kupfer ist gerade noch so ein bisschen rar, wie scheint. Hier brauche ich Stahl und Konstruktionsteile 2. Dann machen wir das hier so, damit es ein bisschen automatisierter ist. Ich will nochmal gucken, was ich alles brauche für Konstruktionsteile und so Zeugs. Konstruktionsteile brauchen normales Zeug, dann brauchen wir Elektronikteile. Also wir brauchen Holz, Beton, Eisen, Stahl und Elektronik. Wenn ich das jetzt weiter richtig sehe. Weil dann können wir vielleicht eine eigene Produktionsfläche dafür aufbauen. Also wäre auf jeden Fall cool. Jetzt überlege ich bloß, wo wir die am besten hinsetzen, weil hier würde ich gerne weiter für die Produktion ein bisschen was lassen. Ich bin jetzt ja gerade hart beim Überlegen, ob wir das hier nach oben setzen. Weil hier werden wir weiter, aber hier werden wir auch weiter abnagen für Eisen. Schauen wir mal, wie die Produktion hier ausschaut. Okay, die hat noch genug zu tun. Nicht, dass die auf einmal auslaufen an Arbeit. Das wäre natürlich tragisch, sozusagen. Aber wir müssen jetzt auch noch alles wegmachen. Ey, ups, vergessen. Hier noch ganz viele Reste rumliegen. Vernichten. Die paar Reste, die hier noch stehen. Das sind ja auch eigentlich nur noch Überbleibsel, wenn man so ansieht, ne? Kann ich nicht einfach sagen, all das da weg? Oh ja. Alles adios noch. Habe ich ein anderes Eisenlager schon? Ja, ne? Ja, das hier unten ist aber nicht ansatzweise voll. Das wird sich langsam füllen. Eigentlich wäre der Platz prädestiniert dafür, die Produktion anzusetzen. Ich muss hier unten, ich kann ja die Kohle hier irgendwie durchlaufen lassen. Ich habe ja noch einen Anschluss. Den schicke ich hier durch. Und dann tue ich ein Holzlager hier hinsetzen. Das Eisenlager setzen wir dann auch noch irgendwie hier an oder sowas. Dann machen wir hier noch Kohle. Zack, 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 zack. Das können wir eigentlich machen. Ich setze mal hier für alles noch ein paar Plätze an. Upsala, das habe ich jetzt falsch platziert. Baut das mal mir bitte. Ich schalte mal all die hier um. Ah ne, die wollte ich eigentlich noch haben, dass alles an ist. Nur, dass sie halt kein Eisen nehmen sollen, warte mal. Du bist... Ah, ich bin blöd, warte mal. Das passt nicht. Du bist... Holz. Holz, Elektronik und Elektronik und du bist Stahl.
glaube, wir werden auch relativ schnell an die Grenzen kommen. Dann haben wir genug Stahl auf jeden Fall fürs nächste. Kupfer ist noch so ein bisschen Lagerproblematik, nennen wir es so. Aber wir wollen halt schnell in die Stufe 3 kommen, weil damit können wir halt echt viel anfangen noch. Warum stürzt der bald ein? Wegen unebenen Gelände. Lass mal sie mal arbeiten und schauen, was passiert. Ich würde gerne noch unser Schiff wieder fortsetzen lassen. Und zwar wieder mal schauen, was passiert hier hinten. Der ist auch schon einbruchgefährdet, okay. Setz mal den wieder an die Wand an, dann sollte der auch geschützt sein eigentlich. Warum kommt er jetzt da nicht hin? So, jetzt sollte das ja funktionieren, schauen. Alles gut. Wie? Oh ja, wir müssen die nächsten Reihen vorbereiten zum Abgraben. Sonst kümmern die sich da nicht mehr drum. Ah, Kohle haben wir eh ein riesiges Monopol quasi schon gerade drauf. So, dann tun wir hier noch ein Schüttgutlager schnell reinsetzen. Und machen hier sozusagen das große Lager draus. Dann nehme ich mir jetzt mal die Frechheit. Oh, wir haben gleich ganz viele neue Teile bekommen. Fahrzeugdepot 2, genial. Die neuen Schüttmodule hier. Sauerwasser haben wir jetzt bekommen. Die Mühle, das müssen wir auch noch alles mal anreden. Und die natürlich, die Mischer haben wir auch noch. Was ich jetzt gerne haben würde, wäre ein U-förmiges... So. Und dann hier nach unten fahren. So, dann können wir das hier auch noch einrichten. Weil dann ist das die Verbindung jetzt für uns zum nächstbesten Lager. Was natürlich jetzt in dem Fall auch gemein ist, dass wir hier das so gelöst haben. Dann muss hier natürlich auch die extra Verbindung ran. Dass nicht nur ein Lager leer gepumpt wird, sondern wenn, dann beide. Weil immerhin sind das zwei volle Lager, die hier entstehen können. Und irgendwie das Gefühl, als ob die Holzfahrzeuge schon wieder nichts lösen. Wo sind meine kleinen Freunde? Ah, die sind hier ganz hinten schon am Arbeiten. Ja, die tun gerade die entferntesten Lager anfüllen. Wie viel Holz haben wir denn aktuell? 1,8k. Ja, die füllen gerade das letzte auf, also eigentlich stehen wir gut dabei. Vom Lagerplatz her, jetzt tun wir das echt um eins verkürzen einfach, damit sie unser Lager füllen. Hat er das jetzt gerade noch befüllt? Wie viele Bäume hast du dabei? Wie viel nimmst du mit? Okay, genügend. Dann kann das jetzt schnell entfernt werden. Dann werden jetzt unsere Lager hier auch befüllt. Hier hinten ist alles an. Perfekt. Wie schaut es denn mit der Elektronikproduktion aktuell aus? Okay. Nicht so prickelnd wie erwünscht, was natürlich auch zu Problemen führen könnte. Aber es liegt vielleicht auch an der Kupferproduktion, die ein bisschen langsam ist. Ach, schau an, die zwei sind sogar überfordert. Dann. Was haben wir den ganzen Spaß? Direkt
die Rinnen erweitern. Zack. Und einen Anschluss machen. Dann können die nachproduzieren. Und hoffentlich gleich wieder weiterführen. Das Ziel wäre ja, dass sie es relativ flott weiterführen. Und immer etwas haben, was an Kupfer produziert werden kann. Also eine dauerhafte Einführung wäre das Ziel. Also unser Kupfer ist halt sehr groß gefragt, ne? Ich würde gerne... Was brauchen jetzt zum Beispiel nicht mehr gepinkt, wirklich? Na, das Eisen ist aber auch ganz schön leer, ne? Schon interessant zu sehen, was alles leer wird. Ah, weil wir viel verbraucht haben aktuell. Aber was ich bräuchte, Mitteldestillat ist natürlich auch spannend zu sehen. Unser Dieselstand, ganz ehrlich, Dieselstand habe ich aktuell keine Sorgen mehr, dass ich nicht wüsste, was da passiert. Was ich gerne hätte, Abfall, zerkleinerter Schlag, Dampf, der gelagert wird, Kupfererz, wo haben wir es denn? Elektronik wäre so ein bisschen der spannende Punkt für mich noch. Da zu wissen, was passiert. Wir versuchen hier trotzdem eine relativ große Masse zu bedienen. Das ist die Maschine natürlich da unten drunter auch so ein bisschen nutzlos. Schauen wir uns mal an, was die Elektronik eigentlich so braucht zum Produzieren. Kupfer und Gummi. Wo lagern wir denn aktuell eigentlich Gummi? Vorne am Hafen, wo wir es auch produzieren wahrscheinlich, ne? Und das auch sehr ausreichend, wie es scheint. Dann sollten wir vielleicht vorne das alles automatisieren noch ein bisschen. Wenn wir sagen, wir machen hier noch ein Gummilager hin. Und dann zwei Produktionsgebäude hier hinten dran. Wo haben wir es denn wieder, die Produktionshäuschen? Produktionshäuschen. Nein. Bin ich blind? Wo sind die schon wieder? Ah, die sind wahrscheinlich ganz vorne. Elektrisch 2, ja, die können wir noch nicht bauen. Aber wenn wir einfach nur die zwei hier hinten. Sagen wir fürs erste Mal zwei hier hinstellen. Sonst können wir immer noch ein drittes hin. Dann sagen wir hier Lieferung. Tun wir es erstmal bauen. Schnelles liefern und schnelles liefern. Beide werden Auto-Import ausgemacht und Export. Beide produzieren uns Elektroteile. Dann schließen wir, weil das nimmt Kupfer. Und dann hier so angeschlossen. Wo willst denn du hin? Nein, da ist aus. Ui, böse, da wird nichts gemacht mit. Au, was hab ich denn da gemacht? Schau mal an. Gut, dass ich die Info bekommen habe. Ich hätte schon wieder keinen Plan gehabt, was hier passiert ist. Schnell einliefern, dann kommt hier wenigstens mal was raus. Das ist mal eine Info, du. Hier ist Eisen drin ohne Ende und ich verwende es nicht. So. Was brauche ich denn nochmal alles für normal Beton? Habe ich Beton hier schon?
Also das erste brauche ich. Eisen ist hier. Ich brauche gar keinen Beton. Für was habe ich Kohle hier vorgelegt? Das war Beton. Kurz fix. Als erstes mal das Kabel kappen, weil das war die Dummheit des Jahrhunderts. Das hat uns jetzt viel Ressourcen gekostet. Und dann das hier auch abarbeiten, bitte. Oh, das war dumm. Das war eine dumme Aktion. Jetzt müssen die ganzen Lager erstmal geleert werden. Oh, das dauert ewig wieder. Hier soll jetzt mal bitte Gummi rein. Wenn das geht. Mindestens 36 vollhalten, sagen wir jetzt mal, ne? Elektronik. Wahrscheinlich, die produzieren schon. Dann kriegen die einfach von mir die Info, hey. Oh, jetzt habe ich den Weg abgeschnitten. Zurücksetzen. Ist die Frage, ob es schlau ist, dass wir sagen, okay, wir machen. Jetzt falsch gewählt, ne? So. Ist wahrscheinlich am Ende sogar schlau, wenn wir es so lösen. So, alles weg damit. Da hinten vielleicht noch Autos vorbei. Ist vielleicht ein bisschen blöd ausschauend jetzt gerade, aber ist ja wurscht, Hauptsache es funktioniert. Und wir könnten endlich mal die Produktion hier ein bisschen erhöhen. Ja, schauen. So wollen wir das. Der Gummi steht hier schon drin, so wie wir es brauchen. Und die Produktion regelt das jetzt. Und dann kommt dann hier noch Beton rein. Nicht falsch herum. Und auch nicht nach hinten verschoben. So. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn das Ganze hier fertig gemacht wird und wir unsere Konstruktionsteile handfertigen lassen. Stahl ist hier schon noch nicht drin. Wahrscheinlich, den können wir noch. Sollten wir vielleicht nochmal kurz anschließen. Damit, weil hier sind schon die Stufe 2, aber dafür brauchen wir natürlich auch erstmal die passenden Ressourcen. Und dann schauen wir uns an, dass wir hier so schnell wie möglich das Ganze auch in Betrieb setzen können, damit wir die Konstruktion da vorne rausnehmen können, hier in die Produktion einsetzen können. Weil hier haben wir ja schon einen richtig fetten Betrieb mittlerweile auf die Beine gestellt. Und ja, ich hoffe, es gefallen. Wenn ihr alles nach oben da abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.